Willkommen zurück bei Pokémon Strahlender Diamant. Wir sind schon bei Part 27. Und Empoleon wird uns hinterherlaufen. Das rennt auch ziemlich cool. Ist auch ziemlich schnell. So. Im letzten Part haben wir uns Fleetburg angesehen. Einen Kampf gegen unseren Rivalen Barry gehabt. Und die Arena herausgefordert. Es waren gar nicht so einfache Kämpfe, allerdings war die Arena, was Pokémon angeht, leider sehr einseitig und bestand fast nur aus Onyx. Naja, zumindest die Level des Arenaleiters waren gut. Wie dem auch sei, Barry wollte mit uns in die Bibliothek gehen. Hoppala. Dies machen wir allerdings ein andermal, denn zuerst geht's auf die Eiseninsel. Ei, ei, Anker lichten! So, ich habe auch ein paar Pokémon des Teams Items gegeben, beziehungsweise diese ausgetauscht. Traumagil hatte immer noch diesen Rosenrauch der Psychoattacken verstärkt. Nun hat sie die Spukplatte. So. Ich bin mir jetzt nicht sicher, soweit ich mich erinnern kann, ist der rechte Weg irgendwie ein Rückweg gewesen. Ja, ich glaube, die ganzen wilden Pokémon, auf die habe ich keinen Bock. Also werde ich wahrscheinlich einen Schutz einsetzen. Aber ich warte noch ein paar wilde Pokémon ab. Vielleicht kommt ja doch noch was Besonderes. Und ja, ich habe natürlich wieder das Team ein bisschen rumgeswitcht. Ja, ein Mega-Halt ist auch den Silberrauch. Oder Silberstaub. Genau, also die haben wir jetzt im Team. Unsere Level sind auch schon relativ hoch. So. Ja, ich denke, Pionskora kann den ersten Kampf bestreiten. Darf ich um einen Kampf bitten? Das wird dieses Picknick sicherlich zu etwas Besonderem machen. Du picknickst in der Höhle? Okay. Dann zeig mal, was du für Pokémon hast. Ein Staravia. Vorstufe. Allerdings ist es ein Flug-Pokémon, also ein bisschen gefährlich für unser Pionskora. Skorupi war der englische Name. Dann wechseln wir mal zu Luxtra. Du schaffst das! Ja klar. Es heult. Ja. Es wird gleich noch mehr heulen, wenn ich mit ihm fertig bin. Funkensprung. Und K.O. Auch nach des Heulers. Aha. Shelterer steigt sogar. Ein Kinoso. Ja gut. Ist nicht so schlimm. Ist nur ein bisschen fad. Finde ich. In der Sonne geht es natürlich auf. Bekommt sogar bessere Spezialwerte, glaube ich, durch seine Fähigkeit. Aber naja. Dennoch finde ich es langweilig. Und wenn es offen ist, sieht es eben noch der babyhafter aus, keine Ahnung. Ist nichts für mich. So. Das war's auch schon. Wir werden nicht gewinnen, wenn wir Kämpfe nicht ernst nehmen. Hast du ihn nicht ernst genommen? Aber naja. Das ist auch eine Sache, die, naja, man bedenken sollte.
Kann ich hier runter? Kommt man da nicht zurück? Naja, schauen wir mal. Ah, ich glaube, man kommt zurück. Gut, dann werde ich erstmal den anderen Weg gehen. Also natürlich gegen jemanden zu kämpfen, was auch immer, sei es ein Kampfspiel, Pokémon, Super Smash Bros. Oder alles andere. Wenn man gegen jemanden kämpft, der etwas wirklich ernst nimmt und man es selbst nicht tut, kann es schwierig werden. Denn die Person, die das ernst nimmt, die wird sich sehr in die Thematik hineinlesen, alles genau studieren und wird dann sehr gut Bescheid wissen, viel Erfahrung haben und eventuell wird ihr das auch zum Sieg verhelfen. Naja. Ja, auch an Orten wie diesem schlage ich gern mein Zelt auf. Na und, lass uns kämpfen. Okay. Ja, kannst du ja machen, wo du willst. Dein Picknick. Ah, da kommt er schon wieder mit diesen Vorstufen. Genau wie die Picknickerin vor ihm. Alle natürlich mit Bedroher. So, dann hoffen wir vielleicht auf einen Volltreffer oder so. Nö. Donnerschock. Naja, ist nicht so schlimm. Bams. Ja, wieder kein Volltreffer, schade. Oh je, Funkensprung. Könnte paralysieren, 1,3 Mal. Ist natürlich häufiger als von Donnerschock, aber es ist zum Glück nicht passiert. Ui, Pionscorer auch schon Level 36. Nachthieb. Ja, Nachthieb ist ein bisschen stärker als Abschlag, allerdings nur, wenn der Gegner kein Item trägt. Und auch nur um 5 Punkte. Ja, schwer zu sagen. Aber ich... Ja, für Competitive ist Abschlag natürlich viel besser. Denn da wird jedes Pokémon immer ein Item tragen. Im Endeffekt ist Knirscher dann auch am besten. Also, ja. Abschlag ist eigentlich besser als Knirscher im Competitive-Spiel. Aber hier zum Durchspielen nehme ich jetzt mal Nachthieb rein und vielleicht lernt es ja noch Knirscher zu einem späteren Zeitpunkt. So, ein Stinktierchen. Ja, dann hole ich mal den Biber. Mit seiner Kopfnuss. Ich weiß nicht, was du mit dieser Vorstufe hier willst. Sogar diese... war das Mars? Jupiter? Ich glaube, es war Jupiter. Die hatte schon die Weiterentwicklung. Und das ist schon sehr lange her. Ah, dennoch nervst du mit Toxin. Naja. Ist okay. Dann kann ich mein Pokémon heilen. Und dann mag es mich weniger. Ist doch eine Win-Win-Situation. Ui, Tiefschlag. Ja, ein bisschen nervig kann es ja doch sein. Ja, und bei der Bibliothek geht natürlich die Story weiter. Deswegen machen wir jetzt diese optionale Eiseninsel. Ich hätte mich lieber aufs Camping konzentrieren sollen. Ja, vielleicht. Aber ein Kämpfchen schadet doch nicht. Also die Insel ist optional in dem Spiel. In Platin war sie anscheinend verpflichtend. Aber, ja. Hier ist es anders. Hier
ist ein Item. Und aha, anscheinend geht's doch bei der anderen Seite weiter. Ja gut. Eine Eisenkugel bekommen wir. Mit dem Item greift man später an als der Gegner. Und mit der Attacke Schleuder kann man sie auf den Gegner werfen. So, ich denke, hier könnte noch ein unsichtbares Item herumliegen. Also schauen wir mal, ob wir was finden. Und ja, ich denke, gleich haben wir genug Pokémon gesehen, die uns aufhalten. Nach dem nächsten setze ich dann den Schutz ein. So. Ich habe nichts gefunden. Wieder ein Onyx. Ja, ich glaube, wir haben genug Onyx gesehen. Vor allem im letzten Part. Da brauche ich nicht schon wieder. Lauter Onyx zu Gesicht. Deshalb. So, ist der Schutz hier. Falls ich überhaupt genug habe. Super Schutz, 6 Stück. Oh. Gut, dann gibt es erstmal ein bisschen Ruhe. Und es war doch der andere Weg, die Sackgasse. Ich glaube, da unten kommt man auch nicht weiter. Ah, hier auch nicht. Ja, man muss genau den richtigen Weg gehen. Und jetzt ist dann wahrscheinlich das der Rückweg, oder? Nee, hier war vielleicht nur ein Item oder so. So, wie gehst du denn? Ich will jetzt einfach mal das Item holen. Eisenschweif. Nicht schlecht, naja. Eisenschweif ist jetzt nicht die stärkste, jawohl, ich meine Stahlstärke 100. Aber es ist halt nicht die beste Attacke, da sie nur 75 Genauigkeit hat. Sie kann zwar die Verteidigung des Anwenders erhöhen. Aber 75 ist schon echt wenig. Wenn ich hier die Aufzüge prüfe, kann ich auch gleich dich mitprüfen. Was willst du denn prüfen? Wie stark meine Pokémon sind? Stark genug, um dich zu killen, sollten sie sein. Du hast ein Georock. Gut, wäre es jetzt Level 99 gewesen. Würde es anders aussehen, aber es ist Level 33. Eigentlich nicht so schlecht. Ui, Walzer. Kann gefährlich werden mit der Zeit. Kennt man sehr gut aus Johto. Da hat sie nämlich eine Arenaleiterin mit Miltank eingesetzt. So, ja. Walzer wird immer stärker, jede Runde 5-mal. Danach hört es auf. Allerdings ist sie anfangs nicht so stark. Es beginnt mit Stärke 30. Ja, lohnt meistens nicht. Hat zwar auch eine Mechanik, die Stärke erhöht, indem man vorher Einigler einsetzt, dann wird sie doppelt so stark und beginnt mit Stärke 60. Und man hat dann seine Verteidigung auch schon erhöht. Aber naja, dafür muss man erstmal Zeit haben. Alles in Butter, ich habe keine Probleme feststellen können. Genau. Dann danke ich für die Überprüfung. Es geht weiter. Gibt es ja noch ein Item? Yes. Ein Top-Etter. Ja, kann schon mal nützlich werden. Brauchen wir jetzt immer mehr. Da ich keine Medizin mehr einsetzen will. So, und gegen dich kämpfen wir auch noch. Ich meine, da ich Medizin einsetzen will und keine Pokémon-Zeit mehr. So wenig wie möglich. Der Held der Arbeiterklasse begrüßt dich.
Oder euch. Ja, meine Pokémon auch. Aha, und du bist der Held, Nelson, oder wie? Mit deinem Onyx? Naja. So, Holzhammer ist zwar sehr stark und so, aber der Rückstoß ist ein bisschen nervig. Eieiei. Ein Kreischen. Das tut ungut. Geh doch mal auf die Welle surfen. Ich finde es übrigens schade, dass man das Pokémon auf der Welle dann nicht mehr sieht. Es springt hoch und verschwindet einfach. Das war zu Pokémon Stadium Zeiten noch anders. Aha, und ein Georock. Könnte auch wieder Robustheit haben. Bei Pokémon Stadium war es natürlich am coolsten, wenn Pikachu Surfer eingesetzt hat, finde ich. Wie das dann mit seinem Surfbrett gesurft ist, das war schon sehr episch. Der Held der Arbeiterklasse winkt zum Abschied. Okay. Dann verschüsse ich mich erstmal. So, und die Schütze. Der Schutz wird bald ausgehen. Und wer ist denn hier? Und du bist... Oh, Janina ist hier. Ich heiße Urs. Ich bin ein Trainer. Und ja, ich weiß, es ist etwas seltsam, dass es mich zum Training ausgerechnet hierher verschlagen hat. Wenn du magst, können wir zusammen weitergehen. Die wilden Pokémon in dieser Gegend sind wirklich nicht zu unterschätzen. Wir schließen uns Urs an. Wenn deine Pokémon verletzt sind, heile ich sie für dich. Dankeschön. Allerdings, ja, die Wilden machen jetzt kein Problem. Denn wir haben den Schutz aktiv. Boah, die Höhle ist schon wieder so riesig. Ah, und da ist ein Doppelkampf. Cool. Allerdings natürlich nicht mit meinen eigenen Pokémon. Beziehungsweise nur eins von meinen. Ja, ich lasse jetzt hier uns Score da vorne. Hoch in den Bergen ist ein Kampf ein angemessener Gruß. Jeder gute Wanderer erhält beim Anblick von Felsen einen Energieschub. Es ist an der Zeit, etwas Dampf abzulassen. Und los! Boah, wie ich da eingeengt werde von diesen zwei Wanderern. Ulysses. Damien. Interessant. Ja, was willst du mit einem Zubate? Und Urs hat ein Lucario. So, ich kann nicht so viel machen, vor allem nicht gegen das Georock. Aber ich bleib trotzdem mal drin. Mit einem Nachthieb. Und hoffe, Lucario kümmert sich um das Georock. Das könnte zwar Explosion oder so machen. Sollte aber noch nicht zu starke Attacken haben. Ui, Windschnitt trifft beide. Ist aber nicht so stark. Katapult. Autsch. Aber ich habe gute Verteidigung. Das passt schon. So, Lucario. Ich hoffe, du machst Georock fertig. Sehr gut. Ah, Jan Mega steigt. Und dann können wir uns um Zubat kümmern. Ein Volltreffer war nicht nötig. So, ach, der hat ja noch eins. Ein Golbat kommt auch noch dazu. Und ein Mashok. Okay. Die haben ja doch mehr Pokémon und einer hat sogar noch ein drittes. Ich glaube, jetzt wechsle ich es dann doch zu Luxtra. Durch den Bedroher erschafft es sich und Lucario erstmal ein bisschen höhere Verteidigung. So, ach ja, Golbat hat Konzentrator, da geht das ja nicht. So, Kampf gegen Kampf. Ui, Kraftwelle kann auch paralysieren.
Maschok mit Abschlag. Ja. Dann nimm mein Metronom weg. Wir schaffen das schon. Er hätte lieber Lucario angreifen sollen. Denn das ist schwach gegen Kampf, auch wenn es selbst Kampf ist. So. Fußtritt, ja, genau. Ach, das macht ja gar nichts. Ich meine, ja. Ich habe Bedroher gehabt, aber dennoch ist das sehr schwach. So, ich kann nicht viel gegen Onyx ausrichten. Deswegen wird es mal gewechselt. Ich weiß nicht, wen Lucario fertig machen wird. Oh. Könnte auf Machoke gehen, um es zu besiegen, oder auf Onyx, wo es sehr effektiv ist. Aber glücklicherweise hat es sich für Machoke entschieden und wir können mit unserer Aquaknarre das Onyx anspritzen. Hat sogar gereicht, lol. Ich will Bidifas eigentlich Kaskade lernen. Ah, Lüde! Okay, ich habe mich wieder beruhigt. Ja, keine Ahnung. Die Stimme zu finden wieder ist nicht so einfach. Ah, ein Hyperball, ein Superschutz. Wäre jetzt tatsächlich auch ein gutes Item. Ach, und hier ist gar nichts. Nur Schrittverschwendung des Schutzes. Aha, und für dieses Item muss ich wieder einen Kampf bestreiten. Glücklicherweise wurden wir geheilt. Die Leute von der Fleetburg Arena nutzen diesen Ort für ihr Training. Ach, seid ihr auch von dort? Hey, das ist kein Spielplatz. Wenn du spielen willst, tritt gegen mich an. Ich dachte, es ist kein Spielplatz. Oder ist das Kämpfen kein Spiel für dich? Ach, was wollen die mit ihren Stein-Pokémon hier? Kleinstein und Onyx. Boah, ich hab Bock auf Surfer. Um die beide loszuwerden. Wie bei seiner Animation der Wind kommt. Bisschen übertrieben, aber okay. So, Level 37. Ui, Steinhagel. War eigentlich recht solide Attacke. Aber von einem Onyx ist das natürlich nicht sehr gefährlich. Die haben nicht so viel Angriff. Da müsste man schon, ja, schwach gegen Gestein sein. Damit das nervt. So, erstmal surfen. Und weg damit. Ja, es trifft auch Lucario, ist mir jetzt aber egal. Hauptsache, die Gegner loswerden. Lucario wird dann eh wieder geheilt. Ui, Georock und Stalos. Ja, da haben sie ja doch die Weiterentwicklungen. Wäre cool, wenn der noch Geowatz hätte. So. Der nächste Surfer. Ja, Empoleon regelt ganz gut. Gegen diese Stein- und Boden-Pokémon. Aber wer hätte etwas anderes erwartet? Bei der Starter Level 38. Biber zieht nach. Und das war's auch schon. Vielleicht sollte ich zur Arena gehen, um dort zu trainieren. Du hast mich an die Wand gespielt. Tja. Her mit dem Item. Ja, Schutz wird langsam weniger. Ein Top-Trank. Ja, brauche ich jetzt auch nicht so. Ich könnte das ganze Zeug eigentlich verkaufen. Ich bin mir nicht sicher, ob es hier weitergeht. Ach, das sind zwei Galaktiktypen. Und hier ist doch noch ein Item. Ein KP Plus.
Alles klar. Ja, jetzt lebe ich in ständiger Angst, dass mein Schutz zu Ende geht. Hier war nichts. So. Da drüben ist aber noch etwas. Aha, ein Item gibt's hier auch nochmal. Und hier sind Kämpfer. Ich gebe jetzt mal Jan Mega nach vorne. Skorupi war bisher nicht so eine gute Wahl. So, wer hat jetzt geredet? Wenn ich dich besiege, dann wäre das mein 100. Sieg in Folge. Los geht's. Ich werde dir ordentlich Respekt vor Karate einbläuen. Gut, hat gepasst. Und Urs, sein Hut ist ja echt sehr stylisch. Shunichi und... Melise oder irgend sowas. Ui, ein Meditalis. Crazy. Darum kümmere ich mich am besten gleich, bevor es uns gefährlich wird. Meditalis, ziemlich cooles Pokémon. Psychokampf und es hat einen extrem hohen Angriff durch seine Fähigkeit, die den Angriff verdoppelt. Ui, Vergeltung. Das war Stärke 120, da nach dem Gegner angegriffen hat. Ah, und er will noch ein bisschen Schaden machen mit seinem Tiefschlag. Aber nun kommt sein Ende. Tja, man kann sich nie zu sicher sein, auch mit Temposchub. Es können immer solche Attacken kommen. Ah, Elisabeth. Okay. Du kannst dir nicht vorstellen, wie frustrierend diese Niederlage ist. Tja, musst wieder von vorn zählen. Beginnen. Du hast ja den Pokécatch, falls du Hilfe brauchst. Entschuldige, das war wohl etwas großmäulig von mir. Naja, kannst mir gerne ein bisschen Karate beibringen. Habe ich nichts dagegen. Aber erstmal hole ich mir das Item, ein Magnet. Ja, den setze ich doch gleich ein. So, einen Superschutz nur noch. Traurig. So, das Neue. Ist hier weg. Und ja, das Metronom. Braucht er nicht unbedingt. Hä, wo ist das jetzt? Ist das jetzt da oben? Wo es davor war? Anscheinend. Ja, ich gebe es mal Empoleon. Der hat nämlich nichts gehabt. Hoppala. Ja. So, ist noch irgendwo irgendwas? Ja, eine Eisentafel. Auf der Rückseite der erhaltenen Tafel ist eine Inschrift eingraviert. Drei Lebewesen brachte das Urwesen hervor, um Zeit und Raum zu binden. Aha. Ui. Hier ist also noch ein Kampf. Ich denke, sonst haben wir alles. Ja, Bidifoss kommt mal hervor. Starke Pokémon, starke Trainer. Fällt dir ein Ort ein, an dem man besser trainieren kann als hier? Ach, ich dachte, sie wollte irgendeine Weisheit bringen. Ja, das kommt nicht auf die Stärke der Pokémon an. Wenn wir jetzt kämpfen, werden sowohl deine als auch meine Pokémon stärker. Wir profitieren also beide davon. Nicht schlecht, oder? Also dann, auf den Kampf. Ja, eben. Mehr Erfahrung für die Pokémon und ihre Trainer. Finde ich cool, wie sie ihre Haare aus dem Gesicht schiebt, bevor sie den Pokéball wirft. Und ein Ponyta ist hier. Da können wir ja gleich Aquaknarre machen. Und er macht unnötigerweise Kreideschrei. Tja, noch haben wir nicht Kaskade, also bringt er nichts. Wir greifen speziell an. Und jetzt will es auch noch schneller sein.
Ja. Teils aber nicht Agilität machen müssen, wenn der eh Rückenwind macht. Das war kein gutes Teamplay. So ein Flammenrad auf Lucario. Oh. Scheint ja sehr oft zu verbrennen. Aber die Attacke selbst ist halt nicht so stark. Ich glaube nur 60. So, Lucario bleibt bei Kreideschrei. Okay. So, Ponita wird ausgewaschen. Wir steigen weiterhin. Offenlegung, ja, brauchen wir eigentlich nicht. Aber ich wollte jetzt nur mal sehen. Ja, nur Stärke 30. Kann durch Schutzschild und so gehen, aber... Ja, ist halt auch ein Erstschlag. Dennoch, Stärke 30 bringt nicht sehr viel. So, ich werde jetzt mal Pelipper angreifen. Oder Pelipper. Besser gesagt... So, bin ich zurückgeschreckt? Nee. Bams. Ach, da hat der Kreideschreier ziemlich viel geholfen. Und die Kopfnuss von Bidifas ist und bleibt einfach eine sehr starke Waffe. So, Lucario kann nicht so viel machen. Ach, sie hat noch einen Mogelbaum. Cool. Aber ich greife erstmal Bojalin an. Rutenschlag senkt die Verteidigung von beiden Pokémon im Doppelkampf. Sehr gut, Lucario mit Kraftwelle. Ja, Mogelbaum muss man wahrscheinlich sowieso angreifen einmal, bevor es besiegt wird, da es wahrscheinlich Robustheit hat. Obwohl, ist auch immer anders. Ja, und das tut natürlich sehr weh. Und ich glaube, es kann auch Steinhaupt haben, deswegen ist das unsicher. Und ja, hat es anscheinend. Da ist kein Rückstoßschaden bekommt. Ja. Das Mogelbaum konnte Holzhammer. Das ist natürlich nicht so toll. Er ist tarnt sich als Pflanze, kann dafür aber auch eine Pflanzenattacke. Soll ich Erdbeben machen und alle killen? Naja, vielleicht kann Lucario ja doch noch ein bisschen mithelfen. So, Holzhammer geht auch zurück. Und er bleibt auch weiterhin bei Holzhammer. Der Trainer. Aha, Alpollo hatte noch. Interessant. Gut, dann werde ich ihn jetzt mit meinem Holzhammer besiegen. Als Rache für Bidifas. Das ist natürlich eine sehr starke Attacke. Und wenn sie sehr effektiv ist, dann ist das auch für Bidifas gefährlich. Ja, der mit seinem Babyangriff, das bringt nicht so viel. Ich kann ihn jetzt mit Biss besiegen, aber ich bin jetzt mal so cool und mach Holzhammer. Ui, Lucario kann sogar Metallklaue und das ist ziemlich stark. Naja, er hat auch Kreideschrei gemacht. Alles klar. Ja, der Rückstoß ist mir jetzt egal, da wir eh geheilt werden. Und Level 39, Synthese. Ja, die Hälfte der KP heilen, solange das Wetter passend ist. In der Sonne sogar 75%. Im Sandsturm allerdings nur 25. Stört natürlich für Hippoterus. Ja,
Ich glaube, wir brauchen es nicht, da wir eh Medizin haben. Das war ein toller Kampf. Deine Pokémon und du arbeiten sehr gut zusammen. Oh, ich wäre lieber doch einen Sieg stärker geworden. Ach ja. Das kommt schon noch. Ah ja, wir werden ja geheilt. Sieg und Niederlage. Es gibt beides. Ich lasse das jetzt mal so. Aha, und wo sind wir hier angekommen? Jetzt wird mir so einiges klar. Dass die Pokémon hier so unruhig sind, ist wohl auf eurem Mist gewachsen, wie? Es schert mich einen feuchten Kehricht, welche Gründe ihr habt, aber ich lasse nicht zu, dass ihr in meiner Mine Probleme macht. Seine Mine, okay. Wir sind von Team Galactic und wir schnappen uns alle Pokémon, die wir wollen. Stimmt doch, Partner, oder? Übrigens ist es auf den Punkt, Kumpel. Genauso machen wir es. Wir schnappen uns alle Pokémon auf dieser verrosteten Eiseninsel. In Freude und Leid sollt ihr einander beistehen. So lautet die Devise. Nach diesem Vorsatz leben Trainer und Pokémon in der Sinnoh-Region. Deshalb lasse ich es nicht zu, dass jemand wie ihr diesen Verhaltenskodex bricht. Los, Janina, diesen Kampf müssen wir einfach gewinnen. Alles klar. Ach, die haben 6 Pokémon. Na gut. Subat und Charmian. Boah, sie bleiben bei ihren Babystufen. Ah, wieder mal Galaktikmusik. Sehr cool. Bams. Weggeköpfelt. Ui, Giftzahn. Natürlich auf mich, Lucarius. Ein Stahl-Pokémon. Volltreffer und Vergiftung. Ist klar. So, weiterhin Bibis. Ja, ich mach mal Zubat weg. Das nervt. Könnte ja Superschall, Konfusstrahl und so weiter einsetzen. Darauf habe ich keinen Bock. Ja, sehr schön, dass wir uns ein bisschen auch heilen mit der Muschelglocke. Ui, Giftschock, doppelt so stark, wenn ich vergiftet bin. Das ist natürlich unangenehm. Jetzt muss ich wohl wechseln. Oder? Oder ich mache einfach Kopfnuss auf Zubat. Und Lucario killt Glibunkel. Es schärft allerdings lieber seine Sinne. Und jetzt sterbe ich deswegen. Eieiei. Und ich dachte, er greift wieder Glibunkel an mit Metallklaue, um es zu killen. Aber er hatte andere Pläne. Konzentration. Ich glaube, das heißt, die nächste Attacke ist immer ein Volltreffer. Schön für ihn. Hat er nicht gebraucht. Aber Bidifas ist dadurch wieder draufgegangen. Das ist ja lustig. Gut, dann macht Pionscorder weiter. Auch wenn es hier nicht so viel ausrichten kann. Ui, ein Golbat. Gut, das werde ich gleich angreifen. Denn es wird gefährlich mit seinem Flugtyp. Immer ein Volltreffer. Ja. Dennoch nicht so stark. Windschnitt, ja, immerhin eine Attacke, die alle trifft, also wird sie aufgeteilt in der Stärke her. So, jetzt wird es bald mal an der Zeit, dass ich Pionscorer entwickelt. Aber ich glaube, es ist noch nicht so weit. So, der Angriff steigt schon wieder. Ein Pokémon hat der Rüpel noch. Skunkapu. Auch wieder so ein Baby. Nur das Golbat war
halbwegs ernst zu nehmen. So, Kieferbiss ist neutral. Und du bist weg. Lucario hat seinen Angriff zweimal erhöht durch Metallklaue. Da war das keine Frage, aber hätte vielleicht auch so gereicht. Nice. Empoleon will Whirlpool lernen. Nee, danke. Damit kann man den Gegner ja, gefangen halten, dass er nicht wechseln kann. Ich kann heulen, das ist so traurig. Was für ein starkes Team, unfassbar. Aufhören, das reicht. Als Combo seid ihr einfach eine Nummer zu groß für uns, ihr beide und dazu noch eure Pokémon. Verschwinden wir, Partner. Du bringst es wieder auf den Punkt, Kumpel. Wir wissen ja nicht mal, wie der große Plan von Team Galactic überhaupt aussieht. Aha, der große Plan. Und ich dachte zuerst, dass Ripple 1 der untere war, aber vielleicht habe ich das nur fälschlicherweise angenommen. Danke, du hast mir da echt geholfen. Hör mal, ich hätte hier ein Pokémon-Ei. Magst du es an dich nehmen? Ja, das Ei kann ich ja mal nehmen. Ich möchte, dass du dem Pokémon, das aus diesem Ei schlüpfen wird, die Welt zeigst. Gut. Es kommt allerdings in den PC. Die gemeinsame Zeit mit dir ist wie im Flug vergangen. Jetzt will ich mein Können auch an anderen Orten unter Beweis stellen. Ich fände es schön, wenn wir uns irgendwann wiedersehen würden. Ja, vielleicht tun wir das. Im Ei ist ein Riolu. Also wer ein Lucario haben möchte, der kann das gerne ausbrüten. Ach, und wir kommen ganz woanders raus. Ich bin allerdings kein Lucario-Fan. Ein Leuchtstein. Wow. Damit kann man auch ein paar Pokémon weiterentwickeln. Ach, und hier kommen wir raus. Ja, man kann sich nicht gescheit umdrehen. Nur mit dem Steuerkreuz. So. Jetzt weiß ich nicht, ob in dieser einen... Ne, ich bin überall hingegangen. Gut, dann geht's jetzt wieder zurück nach Fleetberg. Eine kleine Kreuzfahrt und wir sind wieder hier. Ja, war doch ein netter Abstecher zur Eiseninsel. Ja, wieder ein paar Level steigen. Ist zwar nicht so toll bei diesem Spiel, wo man so leicht overlevelt wird, aber ja. Dann sehen wir uns im nächsten Part wahrscheinlich die Bibliothek an. Naja, da konnte ich den rumschieben. Naja, gut, also im nächsten Part sehen wir uns wahrscheinlich die Bibliothek an. Also bis dann und ciao.